Herzlich willkommen, liebe Skyfood-Freunde, hier in den schönen Schweizer Bergen. Die Gelegenheit der Ruhe und des Rückzugs werde ich jetzt benutzen, um ein paar Dinge zu erzählen über ein Buch, das ich schon eigentlich seit letztem Jahr veröffentlicht habe, aber noch nie eigentlich besprochen habe hier im Kanal. Die Leute haben mich schon gefragt, kannst du nicht bitte eins dieser Bücher auch noch vorstellen? Ich werde das jetzt hier machen und die deutsche Ausgabe des Buches Mbinzo, Esskultur und Zucht afrikanischer Speiseraupen ganz frei besprechen. Es ist ja eigentlich ein Buch in einer, man kann schon fast sagen, Serie von Büchern, die ich jetzt bereits über das Thema essbare Insekten geschrieben habe. Dieses Buch hier kam auch letztes Jahr raus, ist ein Buch über die Kultur des Essens von Insekten weltweit und über den wichtigen Übergang von der Wildsammlung von Insekten zur landwirtschaftlichen Zucht der Tiere. Und dieses Buch kam schon 2016 raus. Pizza, das Bienenkochbuch, ist eigentlich ein Buch, das ich geschrieben habe als Reaktion auf diese falsche Auswahl von Insekten für die Liste essbarer Insekten in Europa. Denn da haben die Bienen gefehlt, diejenigen Insekten, die schon seit Urzeiten bei uns gezüchtet werden und deren Larven man ebenfalls seit Urzeiten überall in entomophagen Ländern isst. Die Frage war also, warum macht man das nicht auch bei uns? Das ist das Resultat, ein Buch, das bereits dank Ihrer aktiven Unterstützung schon in der zweiten Auflage auf Deutsch und auf Englisch erschienen ist. Alle diese Bücher können Sie online bestellen, ganz einfach skyfood.ch, da hat es dann solche Formulare. Ja, also jetzt zurück zu diesem Mbinzo-Buch. Mbinzo, der Titel des Buches, ist in der Sprache des Kikongo, des Bakongo, eines Teils der Demokratischen Republik Kongo, der Begriff für Raupen, die man als Nahrung nutzt. Mbinzo ist also ein sehr wohlklingendes Wort in dieser Kultur, hat ein bisschen die Bedeutung von Reichtum, von Segen der Natur auch, weil wenn die Raupen erscheinen in der freien Natur zu Beginn der Regenzeit, dann haben alle Leute Freude daran, dass jetzt überall diese Raupen erscheinen und dass man einige davon essen kann. Esskultur und Zucht afrikanischer Speiseraupen, also da geht es also einerseits um die Kultur des Essens von Insekten in dieser Gegend von Afrika, was halt fast für die ganze riesige Kontinent von Afrika gelten kann. Aber dann nachher auch um die Frage, wie können wir jetzt vielleicht einige dieser Arten von Raupen und von Schmetterlingen, die da gegessen werden, benutzen als landwirtschaftliche Nutztiere. Das machen wir ja nicht einfach grundlos, diesen Übergang von der Wildsammlung zur Landwirtschaft, sondern es gibt äußere Zwänge und Anlässe dazu, unter anderem die übermäßige Nutzung wertvollen Landes für die Produktion von Fleischprodukten. 70% der Weltagrarfläche wird heute benutzt für die Produktion von Futtermitteln für Tiere. 70% für Futtermittel. Nur der kleine Rest von 30% dient der Ernährung der Menschen. Das ist einer der Gründe, weshalb man heute sagt, die Erde ist zu klein, um auf diese Art die Menschen zu ernähren. Sie ist nicht zu klein, um die Menschen zu ernähren, sondern nur, um auf diese Art die Menschen zu ernähren. Und dass man andererseits sagt, wir müssen neue Wege finden, um eine vernünftigere, nachhaltigere Art und Weise tierische Proteine zu produzieren für diejenigen Leute, die das nötig haben. Das sind nicht wir Europäer, die nicht wir Schweizer, wir Amerikaner, Australier. Wir essen viel zu viel Fleisch. Für uns wäre eher die andere Frage wichtig, wie können wir den Konsum von Proteinen vernünftig reduzieren, auf ein vernünftiges Maß reduzieren. So wie das jetzt die chinesische Regierung versucht, indem sie versucht, diesen unglaublichen Boom an Fleischkonsum in China von wenigen Kilogramms noch vor 30 Jahren auf heute fast 70 Kilogramm pro Person
zu reduzieren auf ein vernünftiges Maß von ungefähr 25 Kilogramm pro Person und Jahr. Und die chinesische Regierung macht das anders als wir eher freiheitlich, demokratisch orientierten Staaten, indem sie da einfach das bestimmt und nachher durchzieht. Das ist, wenn man so will, der Vorteil von eher autokratischen Regierungen, dass sie solche Ziele umsetzen kann, ohne die Leute zu fragen, ob das nun ehrenhafte oder weniger ehrenhafte Ziele sind. Das spielt dann eben auch leider dann oft keine Rolle. Aber in dem Fall die Reduktion des chinesischen Fleischkonsums auf etwa 25 Kilogramm wäre sicher weltweit eine begrüßenswerte Geschichte, denn die Produktion von Fleisch verursacht auch enorme Umweltschäden und beeinflusst das Klima weltweit auf ganz entscheidende Weise. Nicht nur wegen dem CO2, das bei der Produktion ausgestoßen wird, sondern vor allem auch wegen der Überdüngung unserer Welt. Heute produzieren wir jährlich etwa dreimal so viel Stickstoff für Dünger, als die Natur früher selber jedes Jahr hergestellt hat. Dreimal so viel. Das heißt, der verfügbare Stickstoff, der Pflanzen- und tierverfügbare Stickstoff, die Nitrate, Nitrite in unseren Gewässern und so weiter, die sind im Durchschnitt etwa verdreifacht, wenn man die Menge des produzierten Stickstoffs weltweit anschaut. Das ist eines der großen Probleme. Und wie könnten jetzt nun diese Speiseinsekten dabei helfen? Ja, es gibt eigentlich vor allem ein wichtiges Element bei dieser Nutzung der afrikanischen Speiseraupen. Wir wollen diejenigen Arten auswählen, die nicht in Nahrungskonkurrenz zum Menschen stehen. Es gibt so viele Arten von diesen Insekten, die Pflanzen fressen, die der Mensch gar nicht konsumieren kann, weil sie Giftstoffe enthalten. Und interessanterweise machen die Raupen dann für uns ein Processing, dass sie diese giftigen Pflanzen fressen, aber nachher die Gifte entfernen und die Raupen selber sind nachher essbar. Eins der Beispiele werde ich Ihnen dann nachher noch präsentieren. Ja, also gut, ein Binzo. Das Buch habe ich nicht alleine geschrieben und das Projekt, das da in der Demokratischen Republik Kongo jetzt seit 2 Jahren läuft, ist überhaupt nur möglich mit Hilfe eines Fachmannes vor Ort, einer Autoritätsperson, einem Menschen, der die Kultur der Menschen dort kennt. Der große Glücksfall also für den Binzo ist, dass Augustin Konda Kumbuta, den wir hier sehen, dass der sich entschieden hat, als einer der berühmtesten Biologen Afrikas, sich entschieden hat, in sein Heimatdorf zurückzugehen. 1953 ist er in diesem kleinen Dorf Kilueka geboren worden und dort jetzt seinen Landsleuten zu helfen, ihre Ernährungssicherheit zu verbessern und einen Schritt weiter zu gehen. Aus der traditionellen Kultur, dieser Mischung von Wildfang von Dingen und ein bisschen Hackbaukultur in eine neue Phase zu kommen, wo man auch Landwirtschaft ein bisschen auf einem anderen Niveau betreibt. Ja, das ist eigentlich nur möglich, wenn vor Ort ein Mensch da ist, der akzeptiert und eine Autoritätsperson ist und wirklich einen inneren Lebensantrieb hat, jetzt sein Restleben da zu investieren in die Hilfe für seine Bevölkerung. Das macht Augustin Konda und ohne dies wäre das Projekt hier in der Demokratischen Republik Kongo gar nicht möglich gewesen. Das heißt, es ist also ein Entwicklungshilfeprojekt, ein bisschen ein spezielles, aber auch eines, das eben vielleicht für die einen oder anderen Leute zeigen kann, wie Entwicklungshilfe funktionieren kann. Es ist nicht so, dass Entwicklungshilfe nicht funktionieren kann. Entwicklungshilfe ist notwendig und ist wichtig und ist auch, wenn man so will, wir schulden das auch den Leuten in diesen Gebieten, denn ein Teil der
Probleme, die da herrschen in Afrika, haben wir verursacht. Auch heute noch. Es ist nicht so, dass nur früher das so war, sondern die Mechanismen der Ausbeutung von ressourcenreichen Ländern sind heute fast dieselben geblieben wie vor 30 Jahren. Nur haben sich die Systeme der Ausbeutung sind ein bisschen subtiler geworden und man hat mit Augenwischerei uns ein bisschen beigebracht, dass mit ein bisschen Fairtrade einkaufen und da ein bisschen Geld geben für den Schutz der Regenwälder alles gelöst sei, was überhaupt nicht wahr ist. Die Mechanismen sind genau dieselben. Gut, Binzo, das Projekt findet in der Demokratischen Republik Kongo statt. Die Situation der meisten Menschen dort ist nach unseren Bedingungen zu sagen katastrophal, weil der Staat komplett abwesend ist. Für die Leute draußen in den Dörfern gibt es praktisch keine staatlich organisierten Strukturen, sondern fast nur private Strukturen oder von privaten Organisationen hergestellte Strukturen. Hier sehen wir eine junge Frau mit dem Kind auf dem Rücken gebunden, wie das da Tradition ist. Die bringt uns zwei große Raupen von Kaba, eine der beliebtesten Speiseraupen da. Und eigentlich müsste die Frau sehr glücklich sein, aber man sieht an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie bedrückt ist, weil diese Raupen sind selten geworden. Man findet sie nicht mehr in so großer Zahl, weil die Habitate dieser Tiere zerstört wurden. Man hat Kohle daraus gemacht für die große Stadt Kinshasa in der Nähe. Dabei wären Raupen, hier sehen wir Mwinzu, in Brasilia Epimetea, in einem Kübel hier, Plastikkübel, die man jetzt gerade getrammelt hat, und man sieht es an den Gesichtern der Kinder an, dass das eine sehr begehrte, sehr geschätzte und wohlschmeckende Delikatesse ist in diesen Ländern und alle Freude haben, wenn man einen Kübel voll mit diesen Raupen bringt, die in großer Zahl da manchmal vorkommen. Hier ein Bild von der Verteilung von einer Raupe eines Seidenspinners, den ich 2017 nach Kiloeka, nach Afrika gebracht habe. Es ist die indische Seidenspinnerart Samia ricini. Neben Bombyx mori, das einzige komplett domestizierte Tier der Welt, also ein Tier, das nur noch in der Hand des Menschen überhaupt existieren kann. Meines Wissens gibt es nur zwei Arten von Tieren, die komplett abhängig sind heute vom Menschen. Das ist der Bombyx mori, der Maulbär, Seidenspinner, und eben diese Raupe hier, Samia ricini. Ich habe die als Modell mitgebracht, um den Leuten zu zeigen, wie eine Zucht von Raupen funktionieren könnte, wenn die Raupen domestiziert sind. Das ist dann das Wenn, darüber werden wir dann gleich auch noch sprechen. Ja, schauen wir Afrika mal ein bisschen an. Afrika ist ein in seiner wahren Größe völlig unterschätzter Kontinent. Afrika ist riesig. Allein die Demokratische Republik Kongo hier ist doppelt so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Das ist die Demokratische Republik Kongo hier, das ist Frankreich, Deutschland. Da hier ist Indien, das hat locker Platz an einer Ecke von Afrika, aber in Indien leben fast doppelt so viele Menschen wie in ganz Afrika. Also Afrika ist einerseits riesig, andererseits auch partiell sehr wenig bevölkert. Ja, ein riesengroßes Land. Und die Kolonialmacht von diesem riesigen Land Kongo, die sieht man fast nicht auf dieser Karte. Das ist, glaube ich, hier diese Nummer 4, da hier dieses kleine Flecklein, dieser kleine Fliegenschiss da auf diesem großen Land Kongo, das ist Belgien. Das ist die ehemalige Kolonialmacht der Republik Kongo. Hier nochmals dargestellt, da unten Belgien, die im Größenvergleich zum Kongo. Belgien etwa 80 Mal kleiner als der Kongo selber. Das ist schon noch krass, wie ein solch kleines Ländchen ein so riesiges Land kolonisieren und besitzen durfte. Das war mal Privatbesitz von König Leopold von Belgien. Deshalb hieß Kinshasa früher Leopold
will. Hier auf der Karte, das habe ich deshalb hier eingefügt in das Buch, sieht man auch, das ist ein Verzeichnis der Bodenschätze im Kongo, Diamanten, Urin, Uran, Urin ist auch gut, Uran, ja, alle möglichen Bodenschätze sind hier zu holen, deshalb ist man auch hierher gekommen. Sicher nicht wegen den Menschen, das hat die meisten Leute bis heute nicht interessiert. Die Kultur der Menschen hier, es ist sehr, sehr selten, dass man Menschen findet, die sich dafür interessieren. Und wenn, dann interessieren sie sich für die Kultur der Menschen nur, um herauszufinden, wie man die über den Tisch ziehen könnte, um an ihre Bodenschätze heranzukommen. Hier ein paar Kinder, die Mäuse suchen. Man kann wirklich sagen, das ist eine mausarme Gegend. Ja, Mäuse zählen zu den Nahrungsmitteln. Da sind die Hauptschädlinge auch auf den Feldern. Straßen sind auch hier die Route National. Das ist die Nationalstraße Nummer 16. Im Bakongo, Kongo Central, sind manchmal unpassierbar, vor allem in der Regenzeit, riesige Löcher in den Straßen, Lastwagen, die umgekippt sind, eine schreckliche Szenerie manchmal und jahrzehntelang, es waren diese Straßen nicht gepflegt. Hier Augustin Konda bei der Ernte von Artemisia annua, einer Pflanze, die hier in seiner Organisation Anamed in Kinshasa verkauft wird, als Behandlung von Malaria. Es ist interessant, dass es solche Pflanzen gibt, denn die meisten Leute glauben, es gäbe nur Therapien mit chemischen Medikamenten. Das ist nicht richtig. Artemisia annua, es ist erwiesen, dass diese Pflanze hilft im Kampf gegen Malaria. Das einzige Problem ist, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, wie sich auf den Standpunkt stellt, Artemisia annua sei ein Monotherapeutikum, das heißt ein Mittel, das nur mit einem Mittel Malaria bekämpft, und um die Anpassung von Malaria an Medikamente zu verhindern, will man keine Monotherapeutika mehr zulassen im Kampf gegen Malaria, sondern nur noch Mittel, die mit zwei verschiedenen Wirkstoffen gegen Malaria kämpfen. Aber Fachleute in diesem Gebiet, ich gehöre nicht dazu, ich kann nur wiedergeben, was man so ein bisschen erzählt, sagen, das stimme überhaupt nicht. Artemisia annua kämpfe nicht mit einem einzigen Stoff gegen Malaria, sondern es seien auch in der Pflanze verschiedene Wirkstoffe da, die gemeinsam gegen diesen Erreger der Malaria kämpfen. Eine Krankheit, die mit Mücken übertragen wird und deshalb grassiert immer und überall in diesen Gebieten. Auch Augustin Konda, fast jedes Mal, wenn ich da unten bin, hat er einen Malaria-Schub, muss nachher eine Therapie machen. Das ist alles sehr mühsam und umständlich. Ja, das ist Augustin Konda nochmals. Ich habe schon gesagt, dass ohne ihn und ohne eine Person, die ganz tief vom Herzen aus ein Motiv hat, um jetzt nicht einfach zu helfen, sondern um da zu sein, um die Bevölkerung ein bisschen mitzunehmen auf einen Weg in die Zukunft, nicht stehen zu bleiben in Bedingungen, die sich eh schon von außen her verändert haben, sondern ein bisschen mitzugehen. Und glücklicherweise ist er als einer der absoluten Elite-Wissenschaftler von Afrika, hat er auch die intellektuelle Kompetenz und das wissenschaftliche Fundament, um so ein solches Vorgehen zu strukturieren, in verschiedenen Projekten schon. Er ist auch Geschäftsführer von Songanzila, einer sehr wichtigen und großen und einer der ersten landwirtschaftlichen Genossenschaft in der Demokratischen Republik Kongo. Er ist Ethnopharmakologe, das heißt ein Kenner der Materie, der pflanzlichen Medikamente, um Menschen zu helfen. Und das macht er auch in Seminaren und so weiter. Aber der wichtigste Aspekt für mich ist eigentlich, dass er ein Zeuge der Kultur des Bakongo ist. Das heißt, dass er mit den Menschen da unten eben reden kann auf einem ganz anderen Niveau als ich. Ich als Weißer bin da immer derjenige, der da kommt, um zu lernen. Ich bin sicher nicht da, um den anderen beizubringen, von mir zu lernen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich da, um von ihnen zu lernen, von ihrer Kultur zu lernen und dann zu schauen, ob ich mit dem, was ich weiß, eventuell da etwas beitragen kann, um in ihrer Kultur einen Weg zu finden, um einen Schritt weiter zu gehen. Die Organisation Songanzila bedeutet übrigens auf Kikongo den Weg zeigen. Das
und das macht eigentlich Augustin Conda. Ja, das Buch hat dann eine Karte auch von der Umgebung. Wir sprechen über Traditionen, über das Zusammenleben, ein bisschen über die Organisation des Lebens. Sind ja matriarchale, in Clans organisierte Gesellschaften. Das heißt eben, die Kinder gehören immer zum Clan der Frau, nicht zum Mann. Und auch die Besitzverhältnisse sind für unsere Systeme ein bisschen schwierig zu verstehen, aber auch klar, es ist eine schriftlose Gesellschaft, das heißt, es ist 100% orale Tradition bis heute. Ich habe mich immer gefragt, wenn man sagt, ja, okay, jetzt machen wir hier ein Feld, 2 Hektar, wie weiß man denn, dass das nachher, wo das Feld ist, ja, wem das gehört, wem gehört denn das da drüben? Ja, okay, ich habe immer gesagt, das weiß ja einfach jeder. Ja, aber weiß jeder, das kann ich ja auch behalten. Nein, das ist, wenn es Streit gibt, dann kommen die Leute zusammen und dann muss man darüber diskutieren, wo die Grenze durchgeht. Aber in der Regel, im normalen Alltag, weiß jeder ganz genau, wem was gehört. Auch die Hühner, Ziegen, die da rumspazieren, jeder weiß, wem die gehören. Nur ich als Leiter natürlich nicht, weil ich zu wenig lang in dieser Gesellschaft mit diesen Menschen lebe, habe ich auch keine Ahnung, wem die Ziegen gehören und die Hühner, die täglich an meinem Haus vorbei studieren. Die Tradition basiert eigentlich auf einem ganz anderen Konzept von, wie soll man sagen, von Spiritualität, als jetzt vordergründig bei uns in den sogenannten christlichen Buchreligionen, wo wir einen außerhalb der Welt stehenden Gott haben, der auf uns runterschaut, so eine einzige außenstehende Macht, die uns begleitet auf unserem Lebensweg hier unten auf der Erde. Bei den Afrikanern ist das nicht so getrennt nach oben unten. Die Urahnen leben mit ihnen in derselben Welt. Da gibt es keine Distanz. Und eigentlich die Autoritäten, die Menschen in der Gegenwart begleiten, sind die Ahnen, also Vater, Mutter, Großvater des Clans, aber auch der Urgründer der verschiedenen Clans des Königsreichs von Kongo. Dort existierte bis etwa 1850 ein großes Königreich, eigentlich mit sehr vielen verschiedenen Clans, deren Hauptstadt heute in Angola liegt. Eine Tradition, die schon fast verloren und vergessen echt und vielleicht im Verborgenen irgendwie noch lebt, wie alles, was aus diesen Mischungen von afrikanischem Seelengut und christlichem Seelengut entstanden sind, diese Mischkulturen. Manchmal sagt man dem auch Voodoo-Kulturen, ja, wo nach außen das eigentlich so christlich aussieht, aber nach innen hat das ganz andere Wurzeln. Zum Beispiel beim Großvater von Augustin Conda, den ich hier im Buch Zelda genannt habe, der wurde genannt der Gott des Regens, weil er als Regenmacher initiiert war und, wie das in den Geschichten hier auch dargelegt wird, einige Male geholfen hat, Regenwolken fortzuschicken oder zu rufen, um zu regnen. Ja, diese Tradition der Fetischeure, der Leute, die mit Zeichen und Signalen, es sind eigentlich nicht Warnungen von sich geben, sondern Sachen beschützen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Tradition da unten. Und auch auf den Märkten sieht man jeweils viele Ingredienzien für die Fetischeure, um solche Fetische herzustellen, die man manchmal sieht an wichtigen Stellen, die geschützt werden müssen. Ein wichtiger Teil, hier sieht man Odon, unseren Chefagronomen aus der Sektion Dörfer, im Gespräch mit Vertretern eines Clans, um einen Kunku aufzubauen. Ein Kunku ist auch ein uraltes Wort im Bakonko, bedeutet eigentlich Gemeindewälder. Das sind die Wälder, in denen alle Clanmitglieder sich bedienen dürfen von den Früchten der Natur. Augustin sagt, dem Magasin de Village, also die Läden, die Einkaufsläden der Dörfer, die waren früher die in Kunkus. Da hat es eine Mischung aus Wildpflanzen und gepflanzten Fruchtbäumen, sagen wir irgendwie Safu-Bäume, Avocatiers, Palmen und so weiter,
Und da wurden auch die Raupen gesammelt. Die sind heute weitgehend verschwunden, müssen wieder aufgeforstet werden. Verschwunden weshalb? Weil eben die Bäume benutzt werden, um Kohle herzustellen für die Haushalte in Kinshasa. Kinshasa ist ein fürchterlicher Moloch. Man weiß nicht genau, wie viele Leute da leben, vielleicht 15, vielleicht 20 Millionen Leute, weitgehend ohne Strom, ohne gescheite Wasserversorgung, zusammengepfercht da, in der Hoffnung auf ein bisschen mehr Geselligkeit, soziales Dasein, mehr, ein bisschen mehr Entertainment, ja, und ein bisschen mehr Schutz vor den Mühen des Alltags draußen auf dem Land, wo man täglich auf den Feldern ist, um dafür zu sorgen, dass man nicht verhungert. Hier sehen wir also, Aufforstung ist ein wichtiges Thema. Hier ein Junge, der 4, 5 Baumsetzlinge abholt, die wir gepflanzt haben, um die Aufforstung auch in den Dörfern, aber auch in Wäldern vorwärts zu bringen. Eine Frau mit ihrem Kind holt hier Pflanzen ab. Es sind nicht alles nur Fruchtpflanzen, sondern es sind eben auch Pflanzen, die den Raupen, den begehrten Binzo, als Nahrung dienen. Dafür haben wir solche Baumschulen aufgebaut und organisieren solche Anlässe, wie man da Bäume pflanzt. Hier eine Auswahl von Früchten von wilden Bäumen, aber auch solchen, die man da anpflanzt. Und hier sieht man Mauela mit einer kleinen Ernte von Imbrasia Epimetea. Ja, über die FAO gibt es viel zu erzählen. Diese UNO-Organisation hat sehr, sehr viele Pionierarbeit jetzt geleistet für das Thema essbare Insekten. Das wurde selbst bei uns im Westen, wo es uns eigentlich gar nicht so angeht, sehr gut wahrgenommen. 2013 kam dieser Report heraus, Edible Insects, Future Prospects for Food and Feed Security. Das hat eine große Welle losgebrochen von Interesse für das Thema essbare Insekten, obwohl das mit unserer Kultur heute wenig zu tun hat. Wir sind keine entomophagen Gesellschaften mehr heute, waren das aber mit Sicherheit vor 2000 Jahren, vor der Ankunft des Christentums, dass ein Großteil dieser Nutzung von Insekten für die Nahrung vernichtet hat, indem man Insektenesser stigmatisiert hat als primitive Heiden und auch Insekten eigentlich nur wahrgenommen hat als Plagen, die der Herrgott runterschickt, um die bösen Menschen auf den richtigen Pfad zu bringen. Dabei sind Insekten schon immer in der Geschichte der Menschheit ein ganz entscheidender Faktor gewesen in der Ernährung. Es gibt dieses Buch neu von Julie Lesnik, Edible Insects and Human Evolution, wo nachgewiesen wird, dass für die Entwicklung des Menschen zu dem, was er heute ist, Insekten einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet haben. Vor allem, weil Insekten den Bedürfnissen, also als Nahrungsmittel, den Bedürfnissen von Frauen und Kindern sehr, sehr gut entgegengekommen sind. Das muss man da in diesem Buch nachlesen. Ich glaube, es gibt noch keine deutsche Übersetzung. Ja, was machen Kinder dort? Schulen sind keine offiziellen mehr da. Mobutu hat das abgeschafft. Er hat gedacht, Afrika braucht keine Schulen. Ich brauche dafür Geld. Ich will mit meiner Concorde nach Paris fliegen, um ein bisschen einzukaufen und das Geld von mir in der Schweiz zu parken. Die Kinder sind deshalb weitgehend heute draußen auf den Feldern, suchen sich Grillen zusammen und nur wenige haben das Glück, dass die Eltern Geld haben, um die Motivation zu bezahlen, damit sie in eine Schule gehen dürfen. Ja, das ist leider das Schicksal heute. Insekten, Binsanzala auf Kikongo sagt, sind natürlich da in einer riesigen Vielfalt vorhanden. Das ist, Kongo ist ein Hotspot für Insekten, weil im Kongo ist der zweitgrößte Regenwald der Welt nach dem Amazonas. Vielleicht sogar, muss man sagen, unberührter als der Amazonas heute und ein bisschen geschützter durch diese blöden Bürgerkriegssituationen heute. Bürgerkriege sind ja in Afrika oft auch ein Schutz der Natur, das muss man sagen, weil sie die Leute da fernhalten und eben auch die Ausbeuter fernhalten, das ist also auch die Schädlinge sozusagen. Ja, es gibt natürlich auch viele Insekten, auch Raupen, die man nicht essen kann, die werden Makuaku genannt da. Makuaku ist der Ausdruck nur für
nicht essbare Raupen. Das ist nicht für andere Sachen, das ist also nicht einfach unser allgemeiner Begriff ungenießbar, sondern Makuaku heißt eine ungenießbare Raupen. Da hat es viele darunter, auch diese irrsinnig beeindruckenden Bandansasi-Raupen. Das sind Glucken, Ladiocampidae Gruppe. Das ist nun der größte Käfer Afrikas, der ist ein Sau, heißt eigentlich Elefant. Und das ist tatsächlich der Elefant unter den Insekten da in Afrika. Der ist riesig, bis zu 10 cm lang maximal. Und es gibt eine riesige Vielfalt. Aber interessanterweise werden hier in Afrika viele Insekten nicht gegessen, die man in Asien isst. Zum Beispiel die roten Ameisen, die hochgeschätzt sind in Asien, werden da verschmäht. Ich habe versucht, einmal die zuzubereiten, und man hat zwar interessiert, ein bisschen zugeschaut und ein bisschen probiert, aber ich habe Baba Daniels, on ne fait pas comme ça chez nous. Das gehört nicht zu uns, nicht unser Essen. Auch bei den Gengele genannten großen Wasserskorpionen, die ja ein riesiges Interesse haben in Asien, habe ich mal das gezeigt in einer Diashow den Leuten da im Dorf, dass man in Asien die isst, und haben die meisten gesagt, was sowas isst man da? Dass man sowas essen kann, das würde ich nie. Und plötzlich steht einer auf und sagt, nein, Moment mal, ich esse zum Beispiel das mit meiner Familie. Und alle haben rumgeschaut und gesagt, was? Du isst das? Ja. Das heißt, es gibt auch in den Clans und zwischen den Clans unterschiedliche Interessen für das Essen von Insekten. Deshalb habe ich dann hier dieses Beispiel der Zubereitung der Ngengele Letocerus Wasserwanzen dargestellt, auch in diesem Bericht. Wir reden von Märkten, über die Kochkunst, das ist ein wichtiges Thema. Ja, Transportmittel sind hier vor allem die Füße und vor allem der Frauen. Das ist ein bisschen eine interessante Beobachtung. Kaba, die eine der größten Raupen, hier sehen Sie die praktisch in Originalgröße, werden bis 30 Gramm schwer. Lobopunea fedusa ist der Schmetterling dieser großen Raupe, sind hoch begehrt. Wir haben die bereits gezüchtet im Labor, das sind also keine Wildfänge, die man hier sieht, sondern sind die allerersten gezüchteten Kaba-Raupen aus Kiloeka, vielleicht sogar weltweit, die man dann zubereitet hat auf kongolesische Art, hier unsere Köchin und Haushälterin Scholli. Ja, ich habe dann einige Rezepte gefilmt, also die Zubereitung, die traditionelle von Raupen, ein bisschen dokumentiert. Das ist keine Haute-Couture-Kocherei, sondern das sind meistens einfach Eintöpfe, ganz einfach zubereitet auf diesen einfachen Feuerstellen mit den drei Steinen, die man überall sieht, aber schmecken tut das hervorragend. Auch wenn das so einfach gemacht wird, oft noch mit Kräutern, mit wilden Kräutern aus den Wäldern. Das hier ist Paul Latham und seine Frau Anna und seine Tochter Heather, die Chefin der Heilsarmee in London. Die sind eigentlich die Pioniere und die ein bisschen den Anstoß gegeben haben zu diesem Projekt, weil Paul Latham war in den 80er und 90er Jahren im Kongo und hat dieses kleine Buch geschrieben, das mich auf ihn aufmerksam gemacht hat. Er war der Erste und Einzige, der da unten in den Dörfern einfach mal die Leute gefragt hat, was isst ihr denn tagtäglich? Und dabei die Raupen und die Insekten nicht ausgeklammert hat. Deshalb weiß man heute aus diesem Buch von über 200 Arten, die im Kongo gegessen werden, nicht aber von anderen afrikanischen Ländern, die noch nicht das Glück dieses interessierten Besuchs eines Weißen hatten, sondern nur von irgendwelchen Minenfachleuten und Geologen, die da Prospektionen durchgeführt haben. Wir haben das Nachtleben hier analysiert mit einer Lichtfalle, um zu schauen, was ist denn noch überhaupt da übrig geblieben in dieser Gegend an Insekten, haben eine riesige Vielfalt dokumentiert und gesehen, eigentlich ist noch fast alles erhalten geblieben in irgendwelchen Nischen in dieser Gegend. Die Schmetterlinge, die großen, schönen Nachtschmetterlinge, die nur überhaupt in der Nacht fliegen und deshalb eigentlich gar nie gesehen werden, auch nicht von der Bevölkerung, die sieht man noch in großer Zahl. Eine besondere Raupe ist Sirina Forda, Ngala genannt, die traditionell zu den meistgegessenen Insekten gehörten hier, die verschwunden sind vor etwa 30 Jahren. Hier sieht man einen dieser großen Raupen,
Wir haben dann versucht, die wieder zurückzubringen. Hier Augustaconda und Odoa mit einem Gehege draußen in der Savanne, wo man versucht hat, die wieder anzusiedeln. Leider bis heute nicht gelungen. Hingegen ist die Wiederansiedelung und die Verstärkung der Populationen von Imbreasia epimetea sehr gut gelungen. Hier sieht man ganz stolz den Besitzer eines Baumes mit einer ganz kleinen Population von Imbrasia epimetea. Aber die kommen auch in riesigen Mengen vor. Hier sieht man die am Stamm eines gepflanzten Futterbaumes. Ja, und schließlich jetzt Samia ricini. Das ist also mein Modellinsekt, das ich da mitgebracht habe, um den Leuten ein bisschen nahe zu bringen oder eine Idee zu geben, wie das funktionieren könnte mit der Zucht von Raupen. Man muss sich vorstellen, dass in dieser afrikanischen Kultur etwas ganz Entscheidendes im Bewusstsein der Leute fehlt, nämlich, dass man Tiere füttern muss. Das ist eine große Schwierigkeit, eine traditionelle Schwierigkeit, die wir jetzt haben. Die meisten Leute, die Hühner haben, Schweine, Schafe, Ziegen, die lassen die Tiere raus, sucht euch euer Futter selber. Es gibt, die werden nicht gefüttert. Das ist auch der Grund, weshalb viele Fischprojekte gescheitert sind. Solange die weißen Hilfsorganisationen da ihre Futtermittel für die Fische gebracht haben, hat man das natürlich gegeben und haben die Fische das gegessen, wurden die auch groß. Aber später, sobald die weg waren, hat man nicht mehr gefüttert, weil man gar nicht das Geld hatte, um die Futtermittel zu kaufen natürlich. Ja? Und die Fische sind alle so klein geblieben, also hat man das wieder aufgegeben. Also ist die Frage mal wert, wie können wir auf eine sanfte Weise den Leuten nahebringen, dass es gut ist, diese Raupen, diese Tiere zu füttern. Ja, nicht mal, dass es gut ist, weil das wissen sie ja eigentlich schon, aber irgendwie muss man etwas überwinden, um etwas Neues anzufangen, eine neue Sitte, dass man plötzlich beginnt, Tiere zu füttern. Das ist einfach etwas, was man bisher gar nicht gemacht hat, weil die Natur selber dafür gesorgt hat, dass die Tiere ihr Futter erhalten. Bei Samia ricini ist das anders. Wenn man der Raupe keine frischen Blätter von Ricinus auf den Kopf legt, dann wird sie verhungern. Die wird keinen Schritt machen, um Futter selber zu suchen. Das heißt, hier hat man keine Wahl. Bei einer Ziege, wenn man der kein Futter gibt, wird sie irgendwann ausbüchsen und selber sich ein bisschen Futter zusammensuchen. Dasselbe bei den Hühnern, weil die wollen nicht einfach sterben, wenn man ihnen kein Futter gibt. Das sind noch nicht so komplett domestizierte Tiere, dass sie nur in der Hand der Menschen überleben. Aber Samia ricini ist ein solches Insekt. Seit 2000 Jahren in Indien, im Brahmaputra-Tal eigentlich domestiziert, kann man die in riesigen Behältern in großer Zahl halten, ohne Probleme, und die züchten auch draußen in solchen Hütten. Und wir haben das gemacht und haben die auch geräuchert und Präsentationen gemacht hier auf dem Markt in Lempfu. Wir haben die Frauen gebeten, uns ein bisschen Rezepte zu kreieren dafür, und hier ist jetzt nun eines dieser Rezepte mit der Safu-Frucht. Eine der Früchte, von denen ich nicht verstehe, warum hat man die bisher nicht importiert nach Europa? Das ist etwas vom allerbesten, was ich je gegessen habe, sind diese Safu-Früchte. Es sind nicht süße Früchte, sondern eher so in Richtung Avocado. Eine ausgezeichnete, ganz spezielle, wunderbar schmeckende Frucht, die nichts braucht, weder Salz noch irgendwas, sondern die isst man einfach grilliert so direkt in den Mund. Das ist ein Feld von einer speziellen Maniokart, Unterart, eine Maniokart, die man nicht isst als Gemüse, deren Knollen man auch nicht nutzt, sondern die vor allem da ist, um große Blätter zu kreieren. Das ist heute unsere Futterpflanze zusammen hier mit der Ricinus. Ja, und das ist jetzt ein Sanigata, ein Sani. Weil man hat lustigerweise, das hat mich sehr gefreut, als ich diese Raupe gebracht habe, gehört, ja, wir wollen mal sehen, ob diese weiße Raupe aus Indien da akzeptiert wird oder nicht. Das ist unmittelbar geschehen. Sofort haben die Leute das akzeptiert, gegessen, haben Freude gehabt und haben mir sofort einen eigenen Kikongo-Namen gegeben, ein Sanigata. Ein Sani ist der Name einer kleinen Raupe, die sieht man hier, von einem Tagschmetterling, und das ist der Schmetterling, das ist ein Sani, und Gatta heißt vom Dorf. Also die Sani-Raupe, die man im Dorf herstellt, das ist jetzt heute der Name da für Samia ricini. Wir haben natürlich Versuche gemacht mit der Domestizierung von wilden
wild gesammelten Insekten. Da gibt es eine riesige Anzahl. Wir müssen studieren, welchen Lebenszyklus die Tiere haben, wie lange die Puppe in der Ruhe bleibt, was für Futterpflanzen sie fressen, ob die Futterpflanzen nachhaltig zu züchten sind und. Und die wichtigste scheint uns aber Lobobunea fedusa zu sein, die schon eigentlich seit 1771 dokumentiert und benannt wurde aus Afrika und eigentlich in ganz Afrika bekannt ist. Hier ist noch eine interessante Geschichte über die Dokumentation der ersten Insekten aus Afrika. Das habe ich dann auch noch eingefügt. Auch mit dem Hinweis darauf, dass das Interesse für die Insekten der Engländer, zum Beispiel hier Drury, Hunter, Oxford-Sammlung, dass das Interesse der Wissenschaftler für die Insekten oft viel, viel größer war als für die Menschen in Afrika. Ja, weil man mit den Insekten ein bisschen rumblöffen konnte an den Ausstellungen und in den Museen, währenddem man die Menschen eigentlich im Wesentlichen als Tiere wahrgenommen hat. Und als Sklaven natürlich damals, ja. Taxonomie, das ist ein schwieriges Gebiet, herauszufinden, welche Art haben wir vor uns. Ja, und hier am Schluss noch über Songancila. Das ist Laurent in einem Feld von Bulukutu-Tee. Die produzieren also da Tee, Moringa, auch einen hervorragenden Savannentonig. Leider kann man das alles nicht exportieren, weil einerseits bei der Ausfuhr die Barriere, die riesige Korruption ist in diesem Land und nachher bei der Einfuhr in Europa die riesige Neophobie, dass man sagt, ja, das ist ja sicher nicht richtig hergestellt, wenn das die Afrikaner machen. Da muss schon eine von unseren Firmen dahin kommen, um daraus etwas zu machen, aus dem Kaffee, aus dem der Schokolade, die man da holt, und aus dem Gold und all dem Zeug. Ja, die Afrikaner, die können das nicht. Völligen Schwachsinn, eine solche Aussage. Es geht nur darum, die eigene Industrie zu schützen. Ein anderes Motiv gibt es überhaupt gar nicht. Deshalb wird man wahrscheinlich in Europa in den nächsten Jahren keine dieser hervorragenden afrikanischen Binzo finden, weil unsere Regierungen so neophob eingestellt sind und so protektionistisch eingestellt sind, dass sie das nie erlauben werden, solche Raupen einzuführen nach Europa, solange nicht eine große Schweizer Firma das macht, die an der Börse kotiert ist, wir sagen wir Nestle. Wenn Nestle kommt und sagt, wir wollen jetzt solche Raupen importieren, dann macht Pop und dann ist alles da, das Gesetz, die Grundlagen, die Regulierung. Ja, das ist ein bisschen die Situation. Lassen Sie sich nicht von diesen Stimmen irritieren, dass Entwicklungshilfe in Afrika keinen Sinn macht. Das ist eine Lüge. Man muss einfach fragen, wie macht man das sinnvoll? Dann funktioniert. Einfach nur Geld zu geben, irgendeiner Organisation, und dann zu denken, man hätte die Welt gerettet, das ist falsch. Viele haben ja selbst das Gefühl in diesen Entwicklungsorganisationen, ja, wir helfen 2 Jahre und nachher wollen wir dann unbedingt, dass das selbsttragend ist. Ein solcher Blödsinn. Keine Primärproduktion weltweit ist selbsttragend. Schauen Sie hier die Kühe auf diesen Wiesen da hinten. Eine wunderbare Sache, ich bin kein Gegner davon. Aber 60% des Einkommens der Bauern in der Schweiz kommt direkt vom Staat. Wollen Sie jetzt hier sagen den Bauern, wir helfen euch ein bisschen, wie man Milch macht, aber nachher in 2 Jahren müsst ihr selber schauen, wie ihr damit leben könnt. Ja, bei uns gilt das nicht, aber in Afrika muss dann das unbedingt so sein und da soll dann das funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, heißt es immer, ja, die Afrikaner, die hocken halt nur faul vor der Hütte rum und tun nichts. Danke fürs Interesse. Helfen Sie mit, unterstützen Sie dieses Projekt, unterstützen Sie Projekte, von denen Sie überzeugt sind vom Herzen aus, dass das Geld auch da ankommt und die Hilfe auch da ankommt, auf die richtige Weise, nämlich aus dem Herzen der Kultur der Menschen kommend, die Hilfe empfangen, nicht aus unseren Hirnspinsten, die wir über die anderen stülpen wollen, die wir gar nicht kennen. Danke für Ihr Interesse.